Herzlich willkommen zurück zu einem brandneuen Tag von The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Genau, wir haben heute wieder unseren Gastkommentator dabei, den Kringel. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Hallo. Pass auf, lauf weg, lauf. Aber ich bin auch hier. Der Alte. So, wir sind weiter auf Sidequests in Portemonnaie. Genau, in Portemonnaie. Heute spiele ich übrigens... Müsste man am Gameplay erkennen. Direkt schon an dieser... Sofort jeder weiß, wo er hin muss, läuft genau über die Wege und so ja, weiter. Ja, das ist eine schöne Kameraführung, ne? So, hier ist so eine alte Lehrerin. Willkommen in Maries Schule des Glücks und des Frohsitz. Dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Bist du vielleicht ein neuer Schüler? Nein. Irgendwie nicht. Kann ich jetzt das für dich tun? Ja, erzähl mir mal was. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin eine Lehrerin. Gut 20 Jahre wird es jetzt schon her sein, dass ich hier in Portemonnaie meine Schule eröffnet habe. Ich bringe den Kindern bei, was wahres Glück ist. Nur eines bedrückt mich. Es gibt da eine freche Viererbande. Die hacken immer irgendwelche Streiche aus und hören nie auf das, was ich sage. Ich warte hier den lieben ganzen langen Tag auf sie, aber sie lassen sich hier einfach nicht blicken. Du wärst nicht zufällig so gut und würdest dir immer ihren Anführer Ivan auf ein Würstchen zur Brust nehmen. Kannst du das für mich tun? Na klar. Oh, du bist aber ein lieber Junge. Aber sei auf der Hut. Es ist nicht so leicht, mit diesen Frechdachsen fertig zu werden. Naja, aber ihr seid ja alle Kinder. Da werdet ihr euch schon irgendwie verstehen. Viel Erfolg. Oh, der Ivan. Sag mal, was lernen die da für eine Sprache? Klingonisch? Hä? Du musst mal, hast gerade gesehen, was an der Tafel stand? Ach so, nein. Irgendwie das, so. Das ist Hyrulianisch. Die Sprache wieder auf dem Schild. So, die Viererbande, das sind die hier. Und wer ist Ivan? Bestimmt der mit der Gay-Mütze, ne? Ja, genau. Pardon. Die sind nicht sehr badass. Sag mal, du da. Was jetzt vielleicht nicht? Willst du dich mit uns anlegen? Mit uns, den ganz kleinen Strolchen? Gib's zu, du wurdest doch eh noch von dieser aufgetakelten alten, von Frau Lehrerin Marie geschickt, um uns zu ermahnen, oder? Von wegen, wir sollen nicht mehr die Schule schwänzen und nicht mehr zu spät kommen. Ha. Wir sind die ganz kleinen Strolche, verstehst du? Wenn wir doch nicht auf solche pädagogischen Geschwätz hören. Aber weißt du, wenn du uns zu einem kleinen Wettkampf herausfordern würdest, könnte man ja vielleicht darüber reden. Na, interessiert? Nein, lass mich ruhig! Ich fordere euch heraus, Mann! Können wir die immer mit dem Schwert klein hacken? Nein. Du sagst, da wären keine Bösen drin. Die Regeln sind denkbar einfach. Wir verstecken uns irgendwo und wenn du uns findest, dann laufen wir von dir weg. Naja, und du musst uns daneben fangen. Aber keine Angst, wir werden uns weder in Häusern verstecken noch die Insel verlassen. Also suche einfach gewissenhaft und schau genau, dann findest du uns auch. Wenn es dir gelingt, uns alle vier zu schnappen, dann hast du gewonnen. Alles klar? Dann los. Wie viel Zeit haben wir? Versteckung. Wir haben genug Zeit. Unendlich viel. Aber ich muss sagen, für so einen kleinen Stöpsel hat er eine ziemlich tiefe Stimme. Ich weiß natürlich, würden sie sich alle verstecken. Ja, so. Soll ich die vielleicht suchen? Nein, ich spiele heute. Oh Mann. Wie die Bande auch voll Eier in der Hose, dass sie die Herausforderung an Versteckspiel anbieten. Ja, natürlich. Springt 20 Meter runter und läuft danach noch. Ja, guck mal. Ja, genau. Aber ich hab mich abgerollt. Ja, Link hat ja wenigstens Talent, da kann ich es verstehen. Ja. Boah, jetzt so von hinten mit dem Boomerang erschlagen. Ich hab keinen Boomerang. Tja. So, dich hätten wir. Nicht schlecht, ja, ich weiß. Awesome. Bin halt der Beste. Beste. Ein notwendiger die Tottes war das. Und jetzt musst du nach links laufen. Nee, nach rechts. Hinter dem Stein da oben? Richtig. Oder hinter dem, doch. Hinter dem Stein. Was ist das denn für einer? Hier, der mit der Schweinenase. Am Grabstein? Sind die ein bisschen respektlos? Ach. Das sind die ganz kleinen Strahlen. Natürlich. Natürlich. Aber am Grabstein. Assassine. Bei uns im Dorf ist das nicht üblich. Nö. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Friedhof. Wie war es noch vor ein paar Jahren am Friedhof CAD spielen? Das war Counter-Strike. Ja. Und das war auf der Mauer davor. Alles das Gleiche hier. Ah, komm her, du. Boah. Was ein fieser Stier. Die machen aber immer so oft so einen Richtungswechsel. Vor allem so plötzlich. Der Latz ist so gelatzt. Bist du ein Noob, Mann. Komm her, du. Du kannst doch dein Schwert werfen. Oder werf das mit dem Schwein ab. Hallo. Ich hab den doch. Komm her, du. Ja, okay, perfekt. Getroffen. Gut, weil ich mich geschnappt. Ja, hol doch. So, der eine ist bestimmt oben hinter der Mühle. Oder im Baumstamm hier links oder so. Das hier ist eine Mühle? Ja, was ist das denn? Das ist der Bombenladen. Da hat der Anführer jetzt erstmal seine Kameraden hier scherben. Okay, das ist ein Versteck. Nein! Fail. Und wenn der Manuel... Und ich mal ein Herz verlierst du dafür. Sind wir alle, Spieler alle ins Wasser gefallen. Tot. Ah ja, genau, hier Flaschenpost. Können wir jetzt sammeln, weil wir die Tingelflasche vor zwei Parts eigentlich schon
bekommen haben. Und wir können auch jetzt Flaschenpost schreiben. Lauf mal rechts rum vorbei. Nee, geht nicht. War klar. Wetten, hier hat sich der Ivan versteckt. So, ich wollte mich hier eigentlich nur an die Wand pressen. Anpressen. Gut. So, hier Link wieder mit seinem skeptischen Blick. Lolo. Was könnte da sein? Wie, nicht Ivan? Ein Schwein? Nö. Der sieht eher aus wie so ein Fuchs. Wolverine. What does the fox say? Ey, sag mal, what does the fox say? Ne? Nee, doch egal. Ja, die können auch. Wetten, wir können da nicht durch. Klaro. Ah, jetzt auf einmal können wir da ist doch kein Zaun. Da liegt gerade alles. Hier, guck, du kannst hier runterspringen, aber du kommst halt nicht darauf. Was ist los? Der eine, der steht da so, ah, verdammt, was mache ich jetzt? Boah, die sind schnell, die da. Ja, vor allen Dingen bergauf. Was willst du, wir sind gerade sehr beschäftigt. Nur weil wir so unwiderstehlich süß sind, heißt das nicht, dass wir gerade schon jemanden angesprochen haben. Ja, Benno. Link ist doch selber erst 12. Ja, und die sind vielleicht 6, aber. Oh Manuel, du bist nicht 12. Ich wollte gar nicht mit denen reden, ich wollte rollen. Boah, du hast ihn gerade voll. Ach, Manu. So, und jetzt guck mal, wo der letzte ist. Sniper. Bogen. Hab ich nicht. Schieß. Aber schon mal Äpfel vom Baum geholt? Wilhelm Tell-Style. Du läufst jetzt voll gegen oder schnepptest den. So, einfach dagegen rollen. Boah. Fast auf den Opa. Assassine. So, schnell weg, bevor der Opa uns jagt. Ich hab meinen Sohn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist der längst mit einer anderen durchgebrannt. Tja. Mit einem anderen Opa. Dann bleibt nur noch Susi Faust. Hat jemand Bad Grandpa gesehen? Klaro. Na klar. Ivan hat bestimmt eine Pulle Wodka für mich. Nein, hast du mich. Ich muss es einmal betonen. Nein, da hast du mich. Ist der Ivan, ist Russe. Oh, du musst weitermachen. Du weißt. Oh, Backe, du hast uns tatsächlich alle viel geschnappt. Du hast gewonnen, Wodka Putin Putin. Haben wir es etwa nicht mehr drauf? Jedenfalls hören wir ab heute damit auf, grundlos ihn zu ärgern. Weichei. Verzeihen unsere Viehzeiten und nimm bitte das hier an. Was für Wodka? Du hast ein Herzteil gefunden. Zwei oder noch zwei im Sinn, cool. Das ist unser allergrößter Schatz, aber du hast ihn dir echt verdient. Schließlich bist du der Meister im Versteckspiel, das schafft Respekt. Ich weiß, eigentlich sollten wir das selber erledigen, aber bla bla bla. Oh, sorry, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich merke gerade, wir haben keinen Ton. Muss ich jetzt mal... Hatten wir die ganze Zeit schon keinen Ton? Ja. Das ist aber... So, jetzt haben wir wieder Ton. Sorry Leute, falls ihr keinen Ton hattet. Oh mein Gott. Aber jetzt sollte wieder Ton da sein. Stimmt, ja. Das fiel mir gar nicht auf. Ne, irgendwie. Das fiel mir erst gerade auf. Naja. Die kleinen... Sorry Leute. Oh mein Gott. Aber was gibt's da schon für viel an Tönen? Nur Musik und immer diese... Wenn du rollst. Egal, auf jeden Fall wollte Ivan ja, dass wir uns hier im Namen der ganz kleinen Strolche hier bei der Lehrerin entschuldigen. Ach, das sind sogar Bilder. Kann ich etwas für dich tun? Ja, erzähl mir was. Das will ich dir selber entschuldigen, ne? Ja, voll halt nicht. Sag mal, du bist doch zu ihnen gegangen und hast ihnen irgendwas gesagt, oder? Naja, ich habe euch nämlich ein bisschen durch den Türspalt beobachtet, weißt du? Jedenfalls bist du ein wirklich lieber Junge. Hier, ein kleines Taschengeld als Dankeschön für dich. Cool. Schubi. Aber sag niemandem etwas davon, ja? Boah, jetzt wird jetzt sogar schon davon bezahlt. Also wird aber durch den Türspalt die ganze Map beobachtet. Klar. Das ist Skill. Ja, das. Also ich sag, das war Kinderarbeit. Wie es aussieht, hast du dich tatsächlich anstelle von uns bei der Lehrerin entschuldigt. Sehr anständig. Ja, Ivo. Ach ja, wusstest du das eigentlich? Unsere Lehrerin Madame Marie hat auch bald Geburtstag. Boss, wir sollten ihr was schenken. Gibt keinen Unsinn. Das sind die ganz kleinen Strolche und nicht die Pfadfinder, kapiert? Aber da fällt mir ein, dass die Frau Lehrerin völlig verrückt nach Accessoires ist. Ding. Was hat es ihr denn jetzt gerade angetan? Waren das nicht diese Glücksamulente? Ja, vielleicht liegt irgendwo eines rum, dann könnten wir ihr das schenken. Warte mal. Als ich neulich ein bisschen auf den Bäumen rumgeklettert bin, da habe ich auf einem von ihnen was blitzen sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Und du meinst, das könnte eins dieser Amulette gewesen sein, Boss? Das war bestimmt was anderes. Tja, wer weiß, was die Schweinenase da oben versteckt hat. Ich weiß natürlich auch, wo das Amulett ist. Ich auch. Rechts an dem Baum da. Da vorne. Da lauf nicht so schnell, wenn das doch der Blitze ist.
Nee. Gibt's hier nicht. Auf einmal kannst du das wahrscheinlich geklärt haben, ne? Also. Nee, einfach hier gegenrennen. So, du hast ein Glücksamulett gefunden, das soll in deiner Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie sich die Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amulettes. Und du hast einfach da runterfallen lassen. Na sowas? Ja. Du scheinst ja tatsächlich eins gefunden zu haben. Das ist ja ein Glücksamulett. Oh ja. Weißt du, in Wirklichkeit haben wir das ja oben am Baum versteckt. Aber ich wusste, du würdest es ganz sicher finden. Bald ist ja Frau Lehrerin Maries Geburtstag und es ist natürlich super, dass wir endlich ein Geschenk haben, aber wir schämen uns ein bisschen, es ihr zu geben. Wie wär's, wenn du ihr das einfach anstelle von uns gibst? Ja, du bist der Einzige, den wir um sowas bitten können. Schließlich bist du ja auch ein anständiger und verlässlicher Kerl. Jawohl. Einziger. Wäre jetzt fair gewesen, wenn er wirklich Einzigste gestanden hätte. Ich hätte gefeiert. Ja, ich auch. Ah, der Opa will wieder was von uns hier. So, ich rüste mal gerade das Glücksamulett aus. Kannst du es anziehen? Nein, kann ich nicht. Grumpy. Auf jeden Fall geben wir dir das jetzt. Und dieser Alten, der müssen wir dann am Ende insgesamt 40 davon geben. Aber die können wir im Laufe... Das ist bestimmt wieder sowas wie diese Gütejuwelen oder so. Ja, du kannst eigentlich... hier, guck mal, hier, Beutetasche, ne? Passen insgesamt 8 verschiedene Items rein und jedes davon musst du eigentlich sammeln und dann irgendwem geben. Ja. Und ihr müsst halt die Glücksamulett geben. Ja, na sowas, das ist doch ein Glücksamulett. Weißt du, ich bin wirklich verrückt nach Edelsteinen und diese Amulette sind gerade das Allerheißeste vom Heißen. Na, dann sollte ich es wohl mal ohne Umschweife annehmen, was? Nein, wirklich, eins genügt mir. Naja, eigentlich hätte ich ja schon lieber 20 Stück, aber das wage ich noch nicht einmal zu träumen. Ich bin ja nun nicht erst seit gestern Lehrerin, da ist mir natürlich sofort klar, dass dir irgendjemand diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Ich bin ja so glücklich, das ist wirklich ein großartiges Geburtstagsgeschenk. Natürlich will ich mich erkenntlich zeigen und dir auch ein kleines Dankeschön geben. Streck bitte deine Hand aus. So, noch ein bisschen Geld. 30, irgendwann 40. 50. Und falls du die Kinder siehst, grüße bitte recht lieb von mir. Ja, ich glaube, die werden immer noch nicht hierher kommen. Diese scheinbare Bescheidenheit. Ich habe jetzt einen bekommen, ich will aber schon gerne über 20 oder so. Ja. Bei mir in dem The Minish Cap Zelda, da gab es Glücksfragmente. Da musste man die dann immer sammeln und dann mit anderen Leuten, mit denen konnte man die dann sozusagen kombinieren. Und wenn die dann zusammengepasst haben, dann haben die sich verbunden und irgendwo ist was Wunderbares passiert. Irgendwo waren Rätsel gelöst, eine Tür auf, Kiste innen gekommen. Ah ja. Ja, Sammelquests in Zelda, die sind ja eigentlich immer üblich, so als kleine Nebenquests. So, jetzt überlege ich, was könnte man noch machen das an Segel Sidequests. Holen. Ja, das Segel ist ja Hauptquest. Ich überlege. Achso. Ich zeige euch einfach noch ein bisschen was. Und zwar zeige ich euch den reichsten Typen der Stadt. Der aber ein kleines Problem hat. Ein ziemlich ähnliches Problem wie dieser arme alte Schlucker da an dem Baum. Aber das werdet ihr jetzt erfahren. So, hier. Recht prachtvoll wohnt der hier, ne? Ganz schick und so. Kronleuchter und alles, ne? Richtig, der sucht bestimmt seinen Vater. Der ein Typ. Haustier meistens. Ich glaube, das Vater ist schon ein paar Jahre unter der Erde. Da habe ich schon wieder bezahlt. Kann ich es wagen? Aber warum sollte ich auch nicht so ein Junge wie du mir helfen können? Oder meine einzige Tochter Felicitas wurde nämlich in diese entsetzliche, verwunschene Bastion verschleppt. Und nun ja. Ich habe schon Dutzende mit ihrer Rettung beauftragt, aber bisher hat es noch keiner vermocht, sie mir wiederzubringen. Meine kleine Felicitas ist mein wohlgehüteter Augapfel, meine über alles geliebte Tochter. Auch heute Nacht werde ich wohl vor Sorge und Kummer kein Auge zumachen. Wohlgehüteter Augapfel, warum ist sie dann entführt worden? Keine Ahnung. Einen kleinen Jungen wie dich damit zu beauftragen, das ist mir ehrlich gesagt auch nicht gerade besonders wohl in meiner Haut, aber... So, dann kannst du vielleicht meine Tochter für mich retten. Klaro. Oh, sobald du sie gerettet hast, werde ich dich natürlich fürstlich belohnen. Mit Geld werde ich dich überschütten, Junge. Ach was, ausgesorgt haben wirst du, jawohl. Sehr schön, cool. Danke, Mann. Kriegen wir dann unendlich viel Geld? Kriegen wir dann unendlich viel Geld? Wer weiß. Aber das ist auch interessant, dessen Tochter... die ja im Wohlstand lebt, die heißt Felicitas, vom lateinischen Felix, ne? Glücklich. Genau, die Glückliche. Und die Tochter von dem armen Schlucker, die heißt Dolores, vom lateinischen Dolor, ja. Schmerz. Ja.
Interessant, oder? Wie du nur das Amulett. Das ist ja wohl. Da haben die bestimmt auch. Gibt es noch einen Zacken? Ich glaube schon. Ja, genau. Oh. Machst du kaputt. Boah, das sind schöne Vasen, aber die stehen irgendwo anders besser. Ich trag die mal rüber. Schmeiß sie um. Hups, fallen gelassen. Du! Was? Das macht ja wohl Spaß, was? Einfach so die kostbaren Vasen in anderer Leute Häuser kaputt schlagen. Ja. Zerbrichst du noch mehr, kommst du mir aber nicht so einfach davon. Dann leistest du mir nämlich Schadensersatz, damit wir uns da richtig verstehen. Hm. Ja, war nur versehen, Mann. Ich finde die Vase hier, die steht nämlich hier vorne für... Hups! Sorry. Alle Vasen von dieser Welt müssen verschwinden. Hier geblieben! Du kleines Arschgesicht! Was soll das? Du glaubst also allen Ernstes, du kannst meine Vasen kaputt machen und dann so mir nichts, dir nicht wieder von dannen spazieren? Das sind alles kostbare Einzelstücke aus fleißender Porzellan zu 10 Rubinen das Stück, Junge. Um es auf den Punkt zu bringen, ich verlange Schadensersatz. Link verbeugt sich vor dem. Also, dann sehen wir uns nochmal. Das macht alles in allem 10 Rubine und kein Rubin weniger. Was, wenn wir Nein sagen? Und ich darf also um den Schadensersatz bitten. Wer in andere Leute Häuser, deren Vasen mutwillig kaputt macht, der muss natürlich auch Schadensersatz leisten. Aber selbst auch schuld, sich in so eine Situation zu bringen. Und dank deines gesellschaftlichen Fauxpas, ne, genau. Am einen Ende werde ich am anderen Ende reicher und reicher. Ach ja, es ist schon eine ungerechte Welt. Nun, steh hier mal nicht so rum, als wärst du hier reingelegt worden. Ich hab doch nichts gemacht. Verschwinde lieber! Ich hab doch nur nach der Uhrzeit gefragt. Mutwillig. Ich finde, du brauchst einen Anwalt, Manuel. Ja, finde ich auch. Ich bin dein Anwalt. Also dessen Tochter rette ich nicht am Arsch. Ich wäre bestimmt ein guter Anwalt. Ja, wie wollen Sie Ihren Mandant verteidigen? Halt's Maul, ich verteidige meinen Mandanten so, wie ich das will. So, wir hatten ja im letzten Part ein bisschen Schiffe versenken gespielt. Das greife ich jetzt mal wieder auf. Sucker Punch. Lange ist der Part ja auch nicht mehr. Dann versuchen wir es. Voldemort? Hallöchen. In der Nase. Ja, das Gelaber kennen wir schon alles. Genau, ja, hallo Flotte, Admiral, Alarmzustand, große Seeungeheuer. Oh mein Gott, los, alle auf Gefechtsstation. Drei verschiedene, groß, mittelgroß, kleines Monster, ja. Neues Radar, 24 Schuss. Vier große, drei mittelgroße, zwei Schuss, Ende. Ja. Mögen wir jetzt die Kreis sein. Jawohl, ich hab's verstanden. Natürlich. Rekord 20. Okay, und los geht's. Schiffe versenken. Kringel, du kannst dich auch noch daran erinnern, als wir nach Köln gefahren sind. Oh, ja, genau. Treffer, ne? Und dann mit Dennis Schiffe versenken, so E4 daneben. Treffer. Oh ja. Da musst du die so anders machen. So ein Raster musst du anlegen. So diagonal musst du. Ja. Die sind immer mindestens zwei Kästchen lang, die Schiffe. Ja, ja. Außer die stapeln die übereinander. Sag mal, du bist auch so ein Lacker, kann das? Ah, ey. Das wird als gefunden, das kann ich da drüber die Umgebung abgrasen. Eigentlich ist hier theoretisch wahrscheinlich schon. Ja, mach. Ha, siehste? Ja. Und jetzt unten und links jetzt oder oben rechts? Boah. Ich würde auf oben rechts tendieren. Ja. Mach da mal schräg weiter. Hier. Ja. Nee. Dann so ein bisschen kleines. Vielleicht hier auch? Ich würde eins rechts davon versuchen. Hier? Aber ich glaube, das ist wahrscheinlicher, oder? Das ist ja jetzt das Zweierschiff, ne? Könnte ja jetzt überall sein. Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass das andere berührt. Dann könnte es genau in der Ecke sein. Ja. Ja, das wäre natürlich scheiße. Dann würde ich die Ecke noch clearen. Also ich... Die hier? Ja, ja. Ja, das ist oben rechts sicher. Also, oben rechts. Glaub ich glaube, das ist oben. Hier rechts in der Ecke? Ja. Clear mal. Dann gehe ich jetzt mal immer so in Zweierabständen voran. Rekord knapp immer nicht. Nee. Ach. Hier vielleicht? Da kommt schon Leute. Warte, unten rechts? Hier. Nee, weiter rüber. Das oder würde das einen ja berühren, das glaube ich nicht. Nee, warte. Das könnte oben rechts in der Ecke zwei drunter. Oben rechts, genau, zwei drunter. Da. Hier? Ja. Ja. Ja, nee. Was ist das denn für ein... Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das ist bestimmt irgendwo in der Mitte so. Genau. Oder unten rechts. Oder genau in der Mitte oben hier die beiden. Hier die. Ja. Das und das da drunter. Ja, dann mach ich erstmal das. Ja, ja dann nee, ist es kein Zimbel. Ja, ich habe nur noch zwei Schuss, da musst du jetzt einfach auf gut Glück... Ist jetzt mal hier in die Ecke? Nee. Nee. Fail.
Ja! Oh, wie süß! Das ist leider. So, eine Runde mache ich noch. Und dann kann der Dennis im nächsten Part mehr Schiff versinken spielen. Nee, boah. Genug Geld haben wir ja. Genau. Nee, weil ich dachte mir, diese Sidequest, wo man so viel erklären muss, die mache ich dann heute und dann. Ist klar, Zeit haben wir im Blick, aber wir überziehen heute mal ein bisschen. So, ah, gleich das Spiel. Weil es Spaß macht. Ja. Das macht keinen Spaß, das Spiel. Wenn man gewinnt schon. Wenn man gewinnt. Badam! So, ja, jetzt ist es natürlich Lacker. Schon ein bisschen. Ja. Einfach mal. Oben ist es. Oben ist es. Ja, und oben. Dann da. Ne. Vielleicht hier. Mal zwischen, das wäre jetzt doof. Dann machst du Springer Schachabstände von der Gangart. Kannst du auch schnell was abraten. Oder vielleicht hier unten in der Ecke? Nee, oben. Mach mal. Ach du Scheiße, ey. Warte. Ah, ich hab nur 3 Schuss. Verdammt. Dann. Vielleicht auch. Es könnte natürlich auch hier. Bestimmt da, wo du gerade bist, 3 drüber. Da. Hier so? Ja, also ich weiß nicht, aber. Nee. 2 Schuss habe ich noch. Verdammt. Dann ist bestimmt oben links. Aber mach du mal so, wie du denkst. Ich glaube nicht, dass es da ist. Boah, Das haben wir zum eben die Ecke zu klären. Das ist gar nicht recht. Wenn in der Ecke ist, muss er auch in einem daneben sein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht mach da mal rechts oben und dann das zweite davon. Aber da hier, unten, darunter. Da vielleicht. Nee. Oh, das ist viel zu alle berührend. Ja. Wie bedauerlich. Mein Content entkommen. Ja, im nächsten Part machen wir es nochmal. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Oh, Moment, Flaschenpost, kann ich mir noch vorlesen. Was haben wir denn da geschrieben? Rayo, ich glaube Mario heißt er, mit Vornamen eigentlich, hat ein Bildchen gesendet, das speichere ich mal ab. Dann könnt ihr das nämlich auch sehen, dann ist es in der Fotobox. Aha. Und Rayo schreibt, Mist, er hat gemerkt, dass ich seinen Snickers gegessen habe. Und das Bild dazu ist dieses hier. Okay. Overlay-attached Link. Jo. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier weitergeht mit The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Also, bis dann. Und tschüss. Ja.